Was hat's hier? Bärlauch. Was? Soweit das Auge reicht. Die Ebene öffnet sich, im Felde geht ein Pflug. Ihr wisst, dass ich dem höchsten König eigen bin. Es gibt eben auch einen Bio. Ich nehme eine heiße Schokolade, alte Art. Da steckt man so einen Löffel rein und da bleibt stehen. Salon de thé au fromage. Was es nur in Frankreich gibt, Champignonsuppe abgepackt. Familienpacko, Escargot. Also das ist mein Reisenotfallskästchen. Da habe ich Nelken drin und ein bisschen Lakritz. Zeig mal. Für? Naja, die Lakritz eher so zum Vergnügen oder zum Trösten oder was auch immer. Und die Nelken für Zahnschmerzen. Okay, Zahnschmerzen? Ja, falls man mal welche hat. Dann habe ich Murmeli-Balsam, wärmend, Taschentücher, ein Lavendeltuch, Kissen zum Beruhigen, zwei Pflaster und Labellos. Hühnchen, dann eine Katze. Geschlachtet. Magier. Da geht es jetzt nach Carré-le-Tombe. Hey, der Boden ist voller Fliegen. Ja, bei Sarkophagen hat sie immer Fliegen. Ja, ob das Sarkophage sind oder Menhire. Also manche sind zumindest offen und wirklich hohl innen. Hier ist wohl noch einer drin. Hallo? Halb offen, wir schauen jetzt da mal rein. Ob es da noch einen Merowinger drin hat. Aber die sind alle leer eigentlich, ne? Kommt einer aus der Grube. Ja, das sieht dezidiert aus wie ein Gebein. Also dieser hier ist wahrscheinlich 1,80 bis 2 Meter groß gewesen. Und daneben auch etwas größer. Und die äußeren sind deutlich kleiner, was wahrscheinlich normal war für das 8. und 9. Jahrhundert, aus der die stammen angeblich. Endlose Schokolade. Das ist unter anderem war das ein Widerstandsnest im Zweiten Weltkrieg. Eben wegen der Schokolaterie hier. Wo war ein Anfang? Bisschen ein Kahlschlag hier. Auch wenn es sonst wie ein Waldviertel aussieht. Der Weg zum Saut de Goulou im Morvan. Erste Attraktion. Das alte Mühlrad. Die Zuleitung zur Mühle. Alles leider kaputt. Hilfe! Schrappelland.
Suchst du Gold? Ah, echtes Gold, es glitzert. Wie warm ist es denn? Lac de Seton im April. Not very much water. Pretty dry. Ziemlich viel schimmeliger Käse. Wahrscheinlich alles verbilligt, weil es schon schimmelig ist. Nehme ich mal so einen hier. Da sind schon die Baumhäuser und die obligatorischen Libanon-Zedern wieder mal. Chateau de Chaligny. Machen, das schön war mit Pipi ist schön warm. Also, Onga. Rauf geht's, rauf und rauf und immer weiter rauf. Ach, wie süß. Aha. Soll ich es wieder zumachen? Ich habe schon mal dein Ah, hat es noch eine Etage? Also ist die obere Etage, wenn sich die Kinder streiten, wer wo schläft. Ein Doppelbett. Und hier hat es noch eine Toilette. Coole Sache. Die obere Kammer, die untere. Es hat ein Bett hier. Kleine Sitze. Und noch ein Doppelbett. Es ist mit einem Wort unglaublich riesig. Das Ganze. Echt nettes kleines Schlösschen. Aber etwas mit Fliesen und so weiter verschandelt drinnen. Sequoia. Das zweite Baumhaus. Wintergarten, Orangerie, Jacuzzi, Jacuzzi. Wolkenloser Himmel. Oh, fast ein fetter Walfisch. Recht luftig hier. Familie Masopilami beim Znacht. Schmatzen, wie wir wollen. Weil du in der Wildnis bist. Mhm. Mach mal, schmatz mal richtig. Grunzen? Grunzen? Also es ist 11 Meter Höhe im Baumhaus. Untere Etage. Die obere ist hier oben. Und
passt ziemlich cool. Das Frühstück kommt morgen am Seil herauf. Das Abendessen haben wir selber mitgebracht. Unglaubliche Aussicht. Bis gestern hat es geregnet, ab morgen soll es wieder regnen. Also es gibt 2 Etagen. Eine für die Kinder. Jede Etage 3 Betten und ein eigenes Klo. Fließendes Wasser hat es nicht. Fernsehen hat es auch nicht, aber Fernsicht. Ums Klo. Und wenn gerade kein Kind schreit, ist es ungefähr so still. Man hört ab und zu einen Specht klopfen und einen Kuckuck schreien. Und es gibt ein Bad. Nein, Bad gibt es nicht. Also ich meine ein Schwimmbad. Die Pullis für das Frühstück. Absolut geil. Es hat dann eben solche Klammern hier. Ob die dem Baum sehr gut tun, weiß ich nicht. Ich nehme mal an. Also hier hat es noch Verzurrungen. Und ich nehme mal an, dann ganz unten Schrauben auch noch. Nur noch einen Ring um den Baum. Das Geländer im Stil des Rokoko. Einmal festgeklemmt und aufgehängt. Dann nochmal geklemmt und gehängt. Nochmal. Und dann noch in die Astgabel aufgelegt. Hier sieht man nochmal die Klemmen. Das ist ein Klemmmechanismus. Anscheinend ohne Schrauben. Also sonst in Amerika machen sie es meistens mit Niro-Spolzen, die direkt in den Stamm gesetzt werden. Und dort wird dann die Plattform befestigt. Ich glaube, dass mit den Schrauben fast etwas schonender ist für den Baum. Aber wenn die Eiche schon ausgewachsen ist und nicht mehr viel dicker wird, geht das wahrscheinlich so auch. Auf Reibung halt. Liegen ein paar alte zerborstene Leitern. Ich dachte mir schon, dass es wahrscheinlich vielleicht 5 bis 8 Jahre dauert, bis die Holzteile zum Tauschen sind. Hier hinten ist noch eine Gruppe von Buchen wahrscheinlich oder Ahornen mit noch einem weiteren Baumhaus. Und hier, da liegt eben ein riesiger Mammutbaum, den sie an sein gefällt haben oder den der Blitz getroffen hat. Und eben dieser Garten hier, eigentlich mit Terrasse angelegt sein sollte, existiert auch nicht mehr wirklich. Das ist irgendwie eine betonierte Fläche. Und da liegt eben dieser unglaubliche Redwood, oder? Ich meine, selbst wenn der vom Blitz getroffen wurde, lässt man einfach das Holz hier verrotten. Das ist schon ein Redwood, ne? Der ist auf jeden Fall groß. Ja, also es sieht verkohlt aus. Ich meine, das kann auch vom Schnitt sein. Da auf der Seite. Das klettert da mal rauf jetzt. Wahnsinn. Einer der Redwoods. Ja, es ist wahrscheinlich von außen vom Blitz, also er ist wahrscheinlich vom Blitz getroffen worden, ist da ziemlich schwarz. Ne? Dann haben sie ihn wohl umgeschnitten. Und es hat da hinten noch ein paar alte Bäume, aber es ist nicht wirklich aufgeforstet. Noch ein vergammelter Tennisplatz, der irgendwann mal goldene Jahre erlebt hat. Da eben das Zelthäuschen. Und alles nicht so super in Schuss. Hier verkohltes Holz. Wahnsinn. Also dass man vor allem dieses Holz alles liegen lässt und nicht als Brennholz verwendet. Zumindest. Entgeht meinem Verständnis. Hier sieht man diese, da hat sie eine Eidechse noch. Also ist eigentlich schon Holzkohle, ne? Ich glaube, das kannst du auch.
Was machst du denn da, Alvin? Brustbekuch ziehen. Echt? Wow. Hilfst du mal, Alvin? Kannst du den Korb nehmen, Alvin?